Hi, ich bin Felix von der Bundjugend Soest. Das ist eine Jugendorganisation und Umweltschutzorganisation, die sich aber auch für ein solidarisches Miteinander einsetzt. Wir sind jetzt hier auf dem Begegnungsfest, das wir außerhalb der Beiträge, die wir eingereicht haben, jetzt gerade noch organisieren. Also wir beschäftigen uns weiter mit den Themen Asyl, Migration und Flucht. Wir rechnen mit 800 Menschen, darunter 400 Asylsuchende. Auf dem Fest hier gibt es musikalische Beiträge, es gibt Erfahrungsberichte von Asylsuchenden, die ihre Geschichte erzählen. Es gibt Kinderangebote und daneben natürlich auch viel Kaffee und Kuchen, internationale Gebäcke, Fingerfood und vieles mehr. Hallo, ich bin die Miriam von der Bundjugendgruppe Soest. Vor ein paar Wochen haben wir gemeinsam mit Flüchtlingen Obst gesammelt und Marmelade und Chutneys gekocht. Wir machen viele Aktionen, zum Beispiel Bildungsarbeit. Wir waren in Schulen, haben Projekttage zu Asyl und Migration und Flucht gemacht, auch mit Asylsuchenden zusammen, mit denen wir befreundet sind. In der Zeit, in der wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, haben sich ja schöne Freundschaften entwickelt, bei denen wir dann gemeinsam eritreisch oder auch anders gekocht haben. Hallo, mein Name ist Lennart und ich bin ehrenamtlich bei der Bundjugend tätig. Wir fördern vor allen Dingen Projekte von und mit jungen Leuten. Um unseren neuen Freunden das Gefühl zu geben, dass wir uns wirklich für sie interessieren, besuchen wir sie oft zu Hause oder unternehmen gemeinsame Aktionen mit ihnen. Eine Aktion war zum Beispiel, dass wir mit Kreide Straßen hier in Rücken bemalt haben, um ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander statt Rassismus zu setzen und damit die Leute hier vor Ort, die durchaus auch Ablehnung gegenüber Asylsuchenden haben, darüber zu informieren, dass es hier auch Jugendliche gibt, die etwas dagegen haben und die wollen, dass Flüchtlinge hier willkommen geheißen werden.